Hallo, liebes Publikum, zunächst einmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass ich in einem Kurzvortrag über Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der Entwicklungshilfe reden darf. Mein Name ist Dina Barbian, ich komme aus Nürnberg und leite dort das Institut für Nachhaltigkeit. Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der Entwicklungshilfe kann ein Erfolgsfaktor sein. Ich möchte Ihnen das zeigen am konkreten Beispiel der Klinikpartnerschaft zwischen dem Klinikum in Nürnberg und dem Hospital in Bassa in Togo. Bassa ist ein Ort im Norden Togos. Togo ist ein westafrikanisches Land mit Zugang zum Meer. Lomé liegt im Süden und ca. 600 Kilometer nördlich gibt es den Ort Bassa mit 25.000 Einwohnern, ziemlich abgelegen. Und dort war im Februar ein Team aus Ärzten, Krankenschwestern und eine Hebamme aus dem Klinikum in Nürnberg. Die Klinikpartnerschaft wurde gefördert vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Else-Kröner-Fresenius-Stiftung und wurde durchgeführt von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Es ist auch noch ein kleiner Verein dabei, eine Nichtregierungsorganisation da oben, FIBASA, die zusammen mit dem Institut für Nachhaltigkeit die konkreten Maßnahmen dort vor Ort eingeleitet haben, weil die Vorsitzende des Vereins FIBASA eine Togolesin aus Bassa ist. Wir sind noch in der Laufzeit bis 31.12., 18 Monate, und wir haben 15.000 Euro bekommen. Hier sehen Sie das Hospital in Bassa. Die Unterschiede zwischen Deutschland und Togo könnten nicht größer sein. Deutschland, das drittreichste Land der Welt. Togo gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Der Fußabdruck, der ökologische, liegt bei 0,7. Da können wir uns noch einiges abschauen. Ja, gut. Hier sehen Sie die Anfänge. Als das Team nach Bassa geflogen ist, im Vorfeld haben wir ganz, ganz viel Arbeit geleistet. Wir wollten schon, damit wir auch Digitalisierung und Nachhaltigkeit implementieren, haben wir die Handlungsfelder dort erst herauskristallisieren wollen, weil wir bedarfsgerecht, bedarfsorientiert helfen wollten. Wir wollten Akzente setzen zur vergangenen traditionellen Entwicklungshilfe. Wir wollten wirklich Hilfe zur Selbsthilfe auf Augenhöhe leisten. Und das ist uns auch durch Digitalisierung und Nachhaltigkeit gelungen. Ja, Handlungsfelder identifizieren. Hier sehen Sie einen großen Baum, größer als die Menschen dort. Vielleicht sehen Sie auch hier unten diesen Keil, hier unten. Da wurde einfach so ein Keil einfach in einen großen Baum reingeschnitten, weil Brennholz die Energiequelle Nummer 1 in Togo ist. Was haben wir noch identifizieren können? Auf dem Klinikumsgelände lag überall Müll. Es liegt daran, es gibt kaum Mülleimer. Die Angehörigen müssen auf dem Klinikumsgelände leben, weil sie ihre Kranken pflegen. Es gibt kein Pflegepersonal, es gibt keine Putzfrau. Auch das Material ist sehr, sehr dürftig. Sie sehen hier Unordnung, es gibt kein fließendes Wasser oder nur tröpfelndes Wasser. Die Ärzte stellen sich morgens eine Tonne ungefähr so hoch in den OP-Raum rein. Da wäscht man sich die Hände, da wird die Wundversorgung gemacht. Da wird alles Mögliche, wozu man Wasser braucht, wird daraus genommen, und am Abend wird diese Tonne einfach dann weggeschüttet und am nächsten Morgen kommt dann nochmal eine Tonne mit frischem Wasser. Ja, der Zahnarzt hat auch nicht viel Möglichkeiten, weil das Instrumentarium auch verrostet ist, stumpf und einfach für uns unbrauchbar, aber dort verwendet werden muss, weil es einfach kein Geld dafür gibt, dieses auszutauschen. Was haben wir gemacht? Das Institut für Nachhaltigkeit hat die wissenschaftliche Begleitung gemacht, und es war uns eine Herzensangelegenheit, einfach die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die es seit dem Jahr 2015 gibt, die für bis zum Jahr 2030 auch gelten. Und wir haben uns gesagt, wir möchten gerne dort auf jeden Fall nach den SDGs, nach den Sustainable Development Goals konform arbeiten, und haben uns deswegen
nicht nur die ersten beiden Ziele, keine Armut und kein Hunger, zum Ziel gesetzt, sondern auch das Ziel Nummer 3, Gesundheit und Wohlergehen, Ziel Nummer 6, sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen und auch Ziel Nummer 5, Ziel Nummer 4, was heißt hochwertige Bildung, weil Gesundheit und Bildung sind die Grundpfeiler von Nachhaltigkeit. Gut, wir waren sehr erfolgreich durch Digitalisierung. Wir haben Computer gespendet bekommen von der Firma Bechtle in Nürnberg, auch Beamer, auch das ganze Equipment, um Telemedizin eben auch zu machen, um zu helfen, ohne vor Ort zu sein. Wir haben immer noch sehr engen Kontakt, obwohl die Delegation aus Deutschland nicht mehr vor Ort ist, über WhatsApp und Skype, und können bei Diagnoseunsicherheiten mit den neuen Geräten dann auch helfen. Wir haben mit den 15.000 Euro ein Ultraschallgerät gekauft und nach Togo in das Krankenhaus gebracht und haben auch Schulungen angeboten, kontinuierliche Schulungen, auch immer noch jetzt über WhatsApp, aber auch Personalschulungen in Hygiene. Überhaupt jeder in dem Krankenhaus hat eine Schulung in Hygiene bekommen und diese Hygieneschulungen machen wir immer noch. Ja, Wasserversorgung hatte ich angesprochen. Mittlerweile konnten wir über Spendengelder einen Brunnen bauen und wir haben aus den 15.000 Euro, das konnten wir verdreifachen, wenn nicht gar vervierfachen. Die Spendenresonanz in Nürnberg war sehr, sehr hoch. Wir haben mittlerweile einen Brunnen gebaut mit Anschluss, damit das Krankenhaus fließendes, sauberes Wasser hat. Unvorstellbar für ein Krankenhaus in Deutschland. Ja, aber die Anfänge, oh, Entschuldigung, die Anfänge waren so, wir haben so zwei Eimer da oben übereinander gestellt. Oben kam halt morgens das saubere Wasser rein und unten wurde das schmutzige Wasser erstmal gesammelt. Das waren so die Anfänge zur Verbesserung. Und dann, ja, das Ärzteteam konnte 69 kostenlose Operationen durchführen. Wir haben viele Leben retten können, weil einige Leute hätten sich diese Operation auch gar nicht leisten können. Recycling ist auch sehr, sehr wichtig dort. Müll wurde nicht getrennt, gerade Kunststoffmüll. Da haben wir die Jugend sensibilisiert, dass der Müll gesammelt wird. Mittlerweile es gibt auch ein Recyclingunternehmen in Lomé, welches den Müll dann auch abkauft. Und so konnten wir eben realisieren, dass eben auch die Jugendlichen ein bisschen Geld dazu verdienen. So konnten wir dann halt auch etwas für den Arbeitsmarkt dort beitragen. Ja, Equipment ist auch sehr, sehr wichtig, haben wir auch ganz viele Spenden bekommen, ganz viele Sachspenden von verschiedenen Unternehmen, weil ohne adäquates Equipment kann man auch nicht gut operieren. Wobei ich sagen muss, die Ärzte in Togo sind sehr, sehr gut ausgebildet, mindestens genauso gut wie die Ärzte in Deutschland, können hervorragend operieren mit weniger technischem Equipment. Daran liegt es nicht, es liegt wirklich an dieser bitteren Armut, die man sich hier in Deutschland vielleicht auch gar nicht vorstellen kann. Gut, Erfolge durch Nachhaltigkeit. Ich hatte Ihnen gesagt, ich arbeite mit dem Verein Fibasa in Nürnberg zusammen. Fibasa hatte den Kontakt schon vorher. Es war natürlich eine sehr gute Grundlage, um dieses Krankenhaus auch weiterhin zu fördern. Leute vor Ort haben wir auch. Wir gewährleisten kontinuierliche Schulungen. Ja, wir bieten Hilfe bei der Gerätepflege an. Dazu muss ich auch noch sagen, dort vor Ort gibt es auch noch alte Geräte, diese tollen Geräte, die vielleicht hier in Deutschland nicht mehr gut sind, aber dann nach Afrika gespendet werden, weil man denkt, dass die Afrikaner damit noch was machen können. Aber die stehen dann in der Ecke, dürfen noch nicht mal verschenkt werden, weil auf der Rückseite der Aufkleber des Spenders steht. Und das sind halt auch alles solche Missstände, die wir als nächstes angreifen werden, dass Afrika wirklich gute Geräte bekommt und mit guten Geräten operieren kann und nicht mit Geräten, die schon nach einer kurzen Zeit kaputt gehen. Müllvermeidung und Trennung hatte ich ja schon angesprochen. Habe ich noch ein bisschen Zeit? Ja. Okay. Das Klinikumsprojekt war sehr, sehr
erfolgreich. Das war ein Miteinander auf Augenhöhe, Identifikation von Schwachstellen, aber nicht nur das. Wir wollten ja nicht nach Afrika gehen, um zu sagen, das und das und das und das macht ihr falsch, sondern wir wollten wirklich schauen, was braucht ihr, was können wir dazu beitragen, um, damit es euch besser geht, damit ihr eine Chance habt, hier weiterhin gut leben zu können, damit ihr auch vor Ort bleiben könnt. Und damit auch die Ärzte eine gute Grundlage haben, dort zu bleiben, denn in Frankreich gibt es mehr togolesische Ärzte als in Togo. Was heißt das? Wer gut ausgebildet ist in Togo, versucht auch wegzugehen, weil die Leute vor Ort einfach keine Chance haben. Ich möchte an dieser Stelle meinen Dank aussprechen an alle Akteure, die an dieser sehr erfolgreichen Klinikpartnerschaft durch Digitalisierung und Nachhaltigkeit mitgewirkt haben. An erster Stelle das Klinikum Nürnberg, das die komplette Belegschaft für 2 Wochen freigestellt hat, aber auch andere Akteure, Fibassa, der Verein, der schon seit Jahren dort vor Ort ist und mit wenig Mitteln Großes bewirken konnte, dann das Institut für Nachhaltigkeit, für die wissenschaftliche Betreuung, damit gewährleistet ist, dass die Projekte wirklich nachhaltig sind und wirklich den Menschen vor Ort helfen. Die Apotheker helfen, haben mitgemacht, gespendet, ganz viele Medikamente, Action Medeor auch. Die Medienwerkstatt hat einen Film gedreht, der übrigens für alle zugänglich ist, im Internet. Es wurde eine Reportage halt speziell über diese Klinikpartnerschaft gemacht. Bechtle Systemhaus hat die Computer gespendet, dann Hans Müller, HMP Medizintechnik, hat uns auch Sachmittel gespendet, zusammen mit Paul Hartmann AG, Lenz-Ed e.V. ist auch eine Nichtregierungsorganisation, die haben uns auch sehr unterstützt. Air France hat die Flüge nicht komplett gesponsert, aber zum großen Teil. Und Noricus Tour hat auch einen Teil der Reisemittel getragen. Ja, und dann gibt es noch ganz viele andere kleine Spender, die ich hier nicht alle nennen kann, aber vielen Dank, denn ohne die Hilfe vieler wäre dieses erfolgreiche Projekt auch gar nicht möglich gewesen. Damit bin ich am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dass auch Sie bald aktiv werden in der digitalisierten und nachhaltigen Entwicklungshilfe. Danke.